Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Sneaky Thorsten. Ja, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Sneak Peeker. Also ich mag eigentlich gerne so Upgrades, sage ich mal, oder Updates, die so plötzlich kommen und nicht schon so vorher verraten werden. Aber wir haben jetzt lange genug, glaube ich, auf das Sommer-Update 2020 gewartet, beziehungsweise überhaupt drauf gewartet, was kommt denn eigentlich, was wird erneuert, was wird angehoben etc. Ich bin jetzt auch mal auf den 13er gesprungen, da der ja schon länger, sage ich jetzt mal, so fertig ist, also komplett fertig ist und wartet natürlich auf ein paar Updates. Vielen Dank für die Truppen. Und ich guck mal rein, ich habe jetzt ein bisschen länger gewartet, weil eben war es noch nur auf Englisch verfügbar und jetzt ist es aber auch in Deutsch verfügbar, also die Versionshinweise Sommer-Update, neue Level. Wir gehen mal rein und ich will das Ganze einfach mal mit euch bequatschen, was da so auf uns zukommt und natürlich, wie immer, auch eure Stimmen sammeln. Was haltet ihr davon? Ist das nicht jetzt schon, ja, was heißt ein bisschen viel? Also ich denke immer, wenn ich sowas lese, Helden werden bekommen so ein paar Level dazu. Ich denke dann auch immer an neue Spieler, die Supercell ja auch erreichen will. Und wenn ich so als neuer Spieler sehe, dass es mittlerweile dann bis Heldenlevel 75 geht, dann, oh, wie lange dauert denn sowas? Ich habe gestern schon mal ein Livestream darüber diskutiert mit den Zuschauern, dass hier vielleicht auch irgendwann mal, wie in vielen, vielen anderen Spielen, es so einen Button gibt, dass du dich direkt für, was weiß ich, das ist jetzt nur mal so rausgehauen, 50.000 Gems, kannst du dir direkt einen Max 12er hochziehen, hast also alle Spells, alle Level etc. und ja, ich weiß nicht, in vielen Rollenspielen gibt's sowas ja. Das Problem ist dann, dir fehlt einfach der Skill von der Pike auf. Und so als Neuanfänger dann hier so hart ins Spiel zu kommen, ist nicht ganz einfach auch. Wenn dieses Jahr nach wie vor, ich nenne es mal so, ein Kinderspiel ist, ist sicherlich nicht ganz einfach, dann hier so reinzukommen. Aber, hey Häuptling, heißt es hier erstmal, das Sommer-Update steht vor der Tür. Lasst uns mit den Sneak Peeks beginnen. Und einen ersten Blick drauf werfen, anstatt der Ankündigung über mehrere Wochen zu verteilen. Aha, das ist schon mal gut. Während wir stattdessen bis zum Tag des Updates jeden Tag ein neues Feature vorstellen. Das finde ich auch ganz gut. Dann kriegt ihr auf jeden Fall womöglich noch das ein oder andere mehr Video von mir. Was wäre ein Update ohne weitere Upgrades, nicht wahr? Wohl wahr, im heutigen Sneak enthüllen wir neue Level für Verteidigung, Truppen, Belagerungsmaschinen, Zauber, Helden. Außerdem haben wir den Blitzzauber wenig überarbeitet. Finde ich sehr, sehr gut. Die Renaissance des Blitzzaubers. Und er nimmt jetzt nur noch einen Wohnraum ein. Also im Moment nimmt der Blitzzauber 2 Platz ein. Ab dem oder nach dem Upgrade nur noch einen. Das heißt also, es darf wieder geblitzt werden. Aber wir gucken mal rein. Verteidigung. Erstmal, das sind ja erstmal jetzt so die erstmalig genannten hier. Kanone auf Level 19 und den Magierturm auf Level 13. Ihr seht, Verbesserungskosten, Dauer etc. ist immer mit angegeben. Also so ein bisschen so für die Statistiker und für die Fans der Damage pro Sekunde Fraktion. Fallen und Mauern. Eine zusätzliche Sprungfalle verfügbar ab Rathaus 13. Okay, da streiten sich jetzt auch wieder die Geister. Ja, jetzt gibt es nur wieder was für ein Endcontent. Und ja, es gibt leider in vielen Spielen immer viel für ein Endcontent. Aber es gibt auch immer viel für alle Rathäuser. Das sind dann die Quality Changes, die so ein bisschen die Balanceverbesserung vielleicht bringen. Oder halt, ich nenne es mal so, ab Rathaus Level 8 gibt es jetzt im Shop ein tolles Item. Und den Shop gibt es ab Rathaus Level 8. Also nicht den Shop, sondern den Händler. Und dann betrifft das natürlich viel, viel mehr Dörfer als nur den Endcontent. 50 weitere Mauerstücke kann man auf Level 14 verbessern. Jetzt wird es aber sehr, sehr interessant. Truppen und Belagerungsmaschinen. Hier so ein bisschen geht das hier nicht. Ah doch, jetzt geht es doch ganz gut rein. Die Skalierung passt hier nicht so richtig, sehe ich gerade in dem Client. Ein bisschen wird bestimmt noch nachgebessert. Aber man kann es ja trotzdem erkennen. Bogenschütze ab Rathaus Level 12 auf Level 9. Drachenbaby 7. Golem 10. Die zweite Truppe, die überhaupt jetzt zweistellig da ist nach den Schweinereitern, ist der Golem. Wird wenig benutzt, zumindest im Rathaus 12 und 13 Bereich. Also den Golem sieht man doch eher selten, aber vielleicht jetzt im neuen Level mal sehen, was er so bringt. Und vielleicht erfährt er ja auch eine kleine Renaissance. Lavahund auf Level 6, das ist natürlich sehr, sehr krank, vor allen Dingen, weil die Luftabwehren nicht hochgehen. Und Mauervernichter auf 4, also auch die Belagerungsmaschinen bekommen ein Update auf den Level, den jetzt schon die Kaserne hat, also auf 4 Mauervernichter, Kampfzeppelin
und auch der Felsenwerfer, Schaden bei Zerstörung, das ist so ein Sternchen, das sind die Starts hier, die SPS und an Trefferpunkten bekommen die natürlich auch noch extremst mit dazu. Zauber, Blitzzauber auf Rathaus Level, aha, da haben wir schon, also doch nicht nur ganz so Endcontent. Rathaus Level 11 geht der Blitzzauber auf Stufe 8 hoch, Blitzzauber auf Stufe 9 bei Rathaus Level 12, Klonzauber Rathaus Level 13 auf Level 6, okay, 15 Tage, 33 Kapazität, ich nehme mal an, die 33 Kapazität ist 33 geklonte Truppenplatz. Der Blitzzauber wurde so überarbeitet, dass nur noch ein Wohnraum einen zuverlässigen Schaden in einem kleinen Radius verursacht, zuverlässiger Schaden, okay, muss man nur noch mit dem Finger richtig klicken, und ein Betäubungseffekt von kurzer Dauer verursacht, der sein Ziel veranlasst, seine Angriffe zurückzuziehen, aha. Also kann man auch mal was anderes blitzen, zum Beispiel ein Inferno oder ein Bogenschützenturm oder eine Luftabwehr. Okay. Die Helden. Ja, die Helden gehen 5 Level komplett nach oben. Das heißt also nicht alle Helden, sondern erstmal der Barbarenkönig von Stufe 70 auf Stufe 75. 8 Tage ist auch ein Wort zum Sonntag jeweils, aber ihr wisst ja, Goldpass, Hammer, Bücher, dann geht das alles schon ein bisschen schneller. Level 15 Fähigkeit wird natürlich dementsprechend auch angepasst. Und auch die Bogenschützenkönigin bekommt 5 Level drauf. Das heißt auch von 70 auf 75. Und Level 15 Fähigkeit ist natürlich dementsprechend auch angepasst. Bleibt dran, heißt es hier, wenn wir morgen die kommenden Verbesserungen der Lebensqualität und Balanceänderung vorstellen. Aha, schon morgen. Also bin ich morgen auch wieder am Start. Ist jetzt noch ein bisschen kürzeres Video geworden, aber so ein zweites Video an einem Tag ist ja bei mir doch eher unüblich. Aber wenn ich es natürlich hinbekomme, dann bin ich auch für solche Sachen für euch am Start. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob das to the note oder ist das jetzt eher, ja, das war ja das zu erwarten, ne? Und es wurde ja auch schon so hier und da gesneakt. Das heißt also, es gab schon so in den Discords so ein paar Bilderchen und so Annahmen, aber das sind auch immer nur Anmaßungen und Annahmen. Ich mag sowas auch an der Stelle gar nicht. Aber ich halte euch das Video jetzt in jedem Fall werbefrei. Also ich hoffe, das hat euch gefallen, dass wir kurz mal hier rüber geguckt haben. Und ich finde es eigentlich in Ordnung. Natürlich, ich spiele auch Endcontent-Accounts. Und freue mich natürlich immer, dass was Neues kommt, dass wieder ein bisschen neu was farmen kannst. Also Kobolde Marsch, es gibt ja reichlich zu tun hier, wenn ich das mal so überblicke. Und dann geht es hier in jedem Fall morgen mit den Sneaks weiter. Ich versuche mal ein bisschen für euch am Ball zu bleiben und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis dahin, euer Toto. Bleibt.